Herzlich willkommen auf meinem Blog. Mein Name ist Dr. Martin Moss und ich helfe anderen Menschen, Projekte gezielt erfolgreicher umzusetzen. In den nächsten Minuten möchte ich Ihnen vorstellen, was Sie hier auf meinem Blog finden werden und ich erzähle Ihnen auch ein bisschen mehr über mich. Die Idee des Blogs ist, ich möchte mich mit Gleichgesinnten austauschen. Und zwar allen die, die Interesse an Projekten haben. Also Projektmitarbeitern, Teilprojektleiter, Projektleiter und auch die, die am Ende das Projekt zu vertreten haben, also den Sponsoren, wie Geschäftsführer, Unternehmer, Direktoren, Bereichsleiter, Abteilungsleiter, alle die, die eben ein großes Interesse daran haben, dass wir Projektleiter auch erfolgreich mit unserem Projekt ankommen werden. Und genau so bin ich auch dazu gekommen zu der ganzen Sache. Seit über 20 Jahren bin ich Projektleiter und in den ersten 10 Jahren, direkt nach meinem Studium, war ich Projektmitarbeiter. Bin dann Projektleiter geworden für kleine Projekte, die dann immer über die ersten 10 Jahre dementsprechend größer geworden sind. Und dabei ist mir eins aufgefallen. Sie liefen alle sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, ich konnte nie am Anfang sagen, werden Sie erfolgreich, werden Sie nicht erfolgreich und auch, wie viel Zeit ich investieren werde. Werde ich mit einer ganz normalen Arbeitswoche auskommen oder werde ich auch das Wochenende in der Firma verbringen? Ich konnte es einfach nicht prognostizieren. Und das hat mich ziemlich gewurmt, denn meine Freizeit hat darunter ziemlich gelitten. Und genau das wollte ich ändern. Und so bin ich auf die Idee gekommen, mich in die Richtung einfach einzulesen. Ich habe deutlich mehr Literatur verschlungen, so viel das eben neben dem Job herging. Und ich habe festgestellt, ich habe nie eine Antwort bekommen auf meine Frage, warum laufen Projekte so unterschiedlich? Und genau aus diesem Grund, aus reiner Neugierde, bin ich in die Forschung gegangen und habe mich dem Thema gewidmet, warum enden Projekte so, wie sie eben ausgehen. Und siehe da, man diskutiert es heute auch schon offen, 70-90% zum Beispiel aller IT-Projekte liefern eben nicht das ab, was am Anfang versprochen wurde. Und mit meiner Forschung wollte ich wissen, warum ist das so? Warum gehen so viele Projekte anders aus, als man am Anfang versprochen hat? Und das Geheimnis, ich nehme es vorweg, Projekte sind von Menschen für Menschen. Und wenn man hier dementsprechend den Mensch im Projekt mit einbaut, integriert und das Projekt auch so lebt, genau dann kommt man erfolgreich zum Ziel. Und genau das habe ich in den 10 Jahren nach meiner Forschung dann eben dementsprechend auch umsetzen können. Und genau so ist dieser Blog entstanden. Ich möchte Ihnen einfach zeigen, wie ich heute mit Projektsteuerung Menschen so in Projekte integriere, dass Projekte als von Menschen für Menschen bezeichnet werden können. Und dann haben Sie auf einmal den superschönen Nebeneffekt, dass Projekte, ja, ich kann nur sagen, immer erfolgreich laufen. Und es macht richtig viel Freude, solche Projekte zu leiten und durchzuführen. Ja, auf meinem Blog, in den anderen Rubriken, werden Sie etliche Beispiele finden, wo ich Ihnen zeige, wie ich vorgehe, wie ich meine Projektsteuerung aufbaue, wie ich mit meiner Methodik sukzessive Projekte sehr, sehr effektiv und vor allem sehr, sehr gezielt erfolgreich umsetze. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich die Videos anschauen, dass Sie mir auch mal ein, zwei Kommentare hinterlassen, ob Sie die Situation, die ich beschreibe, ob Sie die auch kennen, ob Sie Ähnliches durchlebt haben und auch gerne Anregungen, wie Sie sich verhalten hätten und so weiter. Würde mich richtig freuen, da bin ich auch sehr neugierig. Wie sieht es bei Ihnen mit Ihren Erfahrungen aus? Ja, noch ein bisschen mehr zu meinem Werdegang. Wie ich schon gesagt habe, nach meinem Studium, ich habe in München und London BWL studiert, habe ich in den ersten 10 Jahren als Projektmitarbeiter, Projektleiter für kleine, mittlere Projekte meine ersten Erfahrungen gesammelt. Und wie ich schon erzählt habe, so ganz glücklich war ich mit der Situation nicht. Ich habe zwar gemerkt, es ist genau der Job, den ich machen will, aber mit den Arbeitszeiten und sehr, sehr oft auch mit den frustrierenden Situationen, was man von dir verlangt und welche Möglichkeiten du hast, da wirst du hier nicht bis zur Rente gehen. Allerdings muss ich sagen, mit einer richtigen Projektsteuerung habe ich genau für mich das gelöst. Die Projekte, sie laufen deutlich angenehmer, eben dadurch, dass ich meine eigene Projektsteuerung einsetzen kann. Und ich habe natürlich auch den gewissen Nebeneffekt auf einmal dazu bekommen, dadurch, dass meine Projekte gezielt erfolgreich abgeliefert werden. Das spricht sich natürlich rum und Folgeaufträge bekomme ich heute als Selbstständiger relativ leicht und auch die Bezahlung, freundlicherweise, steigt natürlich dementsprechend mit an. Und das ist natürlich ein toller Nebeneffekt. Auch die Work-Life-Balance, dadurch, dass ich nicht mehr so viele Wochenenden arbeiten muss,
hat sich dementsprechend verbessert. Welche Projekte habe ich alle gemacht? Wie ich schon sagte, am Anfang war ich Projektmitarbeiter. Ich habe mich immer auf IT, Telekommunikation und Organisationsprojekte spezialisiert. Das heißt, mir ging es immer darum, verschiedene Aspekte kennenzulernen. Ich war Projektmitarbeiter und Leiter in Unternehmen. Das heißt, ich habe zu dem durchführenden Unternehmen gehört. Und ich war auch externer Projektleiter über die Zeit. Natürlich jetzt als Selbstständiger nur noch externe Projekte, ganz klar. Auch hier von der Größe her über die 20 Jahre, von Kleinstprojekten bis zu den größten Projekten, war ich leitend und beratend dabei. Industriezweige von Großindustrie, Softwareindustrie in jeder erdenklichen Art und Weise, Banken, Versicherungen, das Spektrum sehr, sehr weit gefächert. Auch von den Projektarten, da decke ich die gesamten Projektlebenszyklus ab, das heißt von Lieferantensuche, Lieferantenauswahl, Verhandlungen, entweder beizuwohnen oder sie selber zu führen, bis hin von Aufnahme der Ist-Anforderungen, der Entwicklung der Konzepte, Teambuilding, Durchführung, bis zur Übergabe am Ende in die Produktion, alle Phasen waren dabei. Ob es sich um Neuproduktentwicklungen handelte, das heißt, Software wurde wirklich vom Scratch geschrieben, bis hin zum Einkauf großer Lösungen, die modifiziert worden sind, alles war dabei. Auch Produktentwicklungen, das heißt, hier wurden ganz gezielt neue Produkte zum Beispiel zum Weihnachtsgeschäft, erbeten, dementsprechend mit einem harten Anschlag, wie es ja immer so schön heißt, kann ich also sagen, habe ich alles schon ausprobiert und konnte es machen. Ja, jetzt, das war's auch schon für die Einführung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß auf meinem Blog und freue mich auf Ihre Rückmeldungen.